Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 9 von Astroneer. So, wir haben letztes Mal nach ganz vielen Forschungsklamotten geguckt und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen, was wir bauen können, was wir nicht bauen können. Das gucken wir uns alles nach dem Intro an. Bis gleich. Ja, da müssen wir mal gucken. Der Drucker da, der steht so ein bisschen schief in der Landschaft rum, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Den stellen wir gerade hin. Dann können wir den sperren. Das machen wir mal. Und dann untersuchen wir den mal. Ja, einen großen Drucker brauchen wir noch. Und da fehlt Gemisch dann da drin. Ich glaube, das kann ich schon mal anklicken und muss dann Gemisch noch aus meinem Container da reinstecken irgendwo. Wo kommt das denn jetzt hin? Ja, ach, hier oben ist es. Ja, würdest du da jetzt. Das kann doch jetzt nicht sein, ne? So ein Shit. So, jetzt aber. So, die Teile wieder aufgesammelt. Da angesteckt und den Druck da, oder? Warum druckt er nicht? Hier ist ein Akku, aber kein Strom. Und ja, die Verbindung fehlt da irgendwo. Okay, das bedeutet der da dran, der da dran. Jetzt druckt da. Und das Teil, das ist ja so ein Leuchtfeuer, an wichtigen Stellen zu machen, habe ich gelernt. Dann nehmen wir das natürlich mit, ne? Macht ja Sinn. Den zweiten eigentlich auch. Warte mal, was haben wir denn hier? Warte mal, man kann den auf. Ach, wir haben hier noch die Proben. Weg. Hier ist die Aufgabe zu sehen. Forschung 2 von 10. Das hat der Mordrak mir ja geschrieben. Zack. Den Rest brauchen wir noch. Können ja mal diese Dinger noch bauen. So, die sind dann da drin. Passt. Der Drucker druckt noch. Ich glaube, das können wir mal hier lassen. Ja, pack's da ran, dann passt das schon. Und vielleicht nehmen wir das Ding noch mit. Ja, nehmen wir mit. Gut. Ja, wir hätten es auch daran packen können, ne? Da ist noch Platz, ja. Okay, ja, der braucht noch eine Weile. Lass den mal drucken. Wir müssen aber gucken, dass wir andere Ressourcen finden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir die finden. Also hier ist ja schon mal jemand lang gegangen, ich glaube ich, ne? Weil die Leitung steht da ja schon. Hier ist Graphit, ja. Das ist nichts Besonderes hier, oder? Gehen wir mal diesen Weg hier lang, wo hier die Sauerstoffleitung ist und schauen. Ah, da oben ist so eine Kapsel. Ja, hier sind wir auch schon mal lang gegangen, ne? Ja, ich weiß nicht, was wir mit der Kapsel machen müssen. Da jetzt hier Sauerstoff steht, können wir da mal drüber sprechen. Füge zum Freischalten eine passende Ressource ein. Aha, da muss was rein. Aber warte mal, ich sehe hier was viel Wichtigeres. Ah, jetzt ist es zu spät, ne? Jetzt muss ich sie schon nehmen. Ich kann hier F halten machen, dann ist die Forschung gelaufen. Wie war das noch? Da drunter soll auch noch was sein. Ne, da drunter ist nichts, oder? So, dann kann das da unten verwittern. So, jetzt müssen wir hier aber den zweiten noch machen. Ah, das ist die Forschungsprobe. Nee, F drücken. So, jetzt haben wir schon 6 von 10. Bald ist eine Aufgabe fertig. Und er sagt hier, was will er haben? Füge zum Freischalten die passende Ressource ein. Ich will hoffen, das war jetzt nicht die passende Ressource, aber ich sehe schon wieder. Da. Der war es nicht. Aber da haben wir jetzt schon wieder eine Aufgabe mehr erledigt. Ist da noch so ein Teil dran? Nee, ne? Da hinten gibt es Harz. Da geht es schon wieder unten in den Keller. Wo kommen wir denn hier weiter raus? Haben wir das schon mal probiert? Wir sind auf jeden Fall hier schon mal lang gegangen. Gehen wir den Weg, ne?
Weiß nicht, was das hier im Baum ist. Da ist irgendwas. Forschungsgegenstand, kompakte Erde. Ja, müsste ich mitnehmen. Mache ich jetzt aber nicht. Weil wir wollen erstmal hier weiter diese Linie lang gehen und gucken, ob wir noch was finden. Hier gibt es auf jeden Fall Gemisch. Wir sind ja schon mal hier lang gelaufen, ne? Okay, bis darunter. Hier war ein tiefes Loch auch, ne? Oder? Ah ne, hier haben wir schon mal Harz geholt, okay. Ne, das war falsch, der ist richtig. Hier an diesem schicken Dingen sind schon wieder zwei Forschungsproben. Wir brauchen noch zwei. Wir brauchen nur noch eine. Hier ist ein Loch. Geht das tief rein? Ja, geht tief rein. Ne, geht doch nicht tief rein. Oh, ein Auto? Ist es ein Auto? Nein, ne, oder? Okay, warte mal. Kann ich den auch weiter nach hier holen? Bestimmt, ne? Ah, nicht ganz. Aber jetzt geht's. Okay, der passt nicht. Jetzt aber. Wenn ich den jetzt mitnehmen kann, ne, das wäre das Beste. Dem fehlt ein Rad, oder? Schutt ausschlachten, super. Und was das mir sagt, weiß ich auch nicht. Ja, wandelt natürlich so ein Wälderressourcen um. Ja, das ist mir eine Erklärung sozusagen. Ich weiß aber nicht. Weiß nicht, wofür das gut ist. Was ist das für ein Teil hier? Kleines Solarmodul. Da sagt er nur Schutt. Ja, wäre schön gewesen, wenn ich das Auto hätte nutzen können, ne? Aber ich kann eins bauen, das ist schon mal klar dann. Hier ist wieder Gemisch. Da drüben ist noch ein Auto. Da eine Höhle, ja. Wo geht's da hin? Ne, Tee wollte ich haben. Ah, Tee geht nicht mehr, wohl alle. Das heißt bauen. Okay. Tee. Ich habe viel zu viel Angst, dass ich hier abstürze, ne? Oh, ist nix, oder? Tut das was? Ne, ne? Hier kriege ich nur Erde und mehr nicht. Ja, und jetzt? Oder geht's denn noch weiter? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Doch, da geht's noch weiter. Aber auch nur, weil ich das da gerade reingebaut habe. So, jetzt bedeutet das, dass wir hier jetzt wieder so eine Rampe basteln müssen, ne?
Okay. Sauerstoff ist unten angekommen. Wir sind unten. Das ist auch gut. Tja, gute Frage, was es hier so gibt, ne? Ziemlich dunkel in der Höhle, aber wir sind schon wieder vom Sauerstoff weg. Das geht gar nicht. Gut. So, ist das Biomasse? Das ist, glaube ich, Biomasse, ne? Das ist Special Guest wahrscheinlich. Was rot ist, war schlecht, hatte man mir gesagt. Das war der Mordrak, glaubt, der mir das erwähnt hatte. Da hinten das Blaue, das interessiert mich ja jetzt noch, ne? Ups. Der steht nicht richtig. Jetzt aber. Das sieht gut aus, glaube ich, oder? Kann das sein? Das ist irgendwas, was ich brauche. So, dann. Es ist schon mal was anderes. Was steht da? Zinkblende, Zinkgrundstoff. Ja, das ist doch das, was wir brauchen. Laterit haben wir auch gefunden. Da gibt es auch noch was anderes. Das ist das Laterit wahrscheinlich, ne? Was ich hier gerade aufgesammelt habe. Laterit. Laterit wieder voll. Zinkblende, das ist schon mal wichtig, ey. Okay, wir haben zu viel mit. Das bedeutet, wir gehen. Ja, wenn wir Zinkblende haben, dann ist ja schon mal ein Schritt weiter, ne? Aber wir müssen gucken, wie wir jetzt Zinkblende dann irgendwie, ne, richtig kriegen, sozusagen. So, einmal bitte wieder raus. Draußen ist dunkel, oder? Kann das sein? Okay. Na, ist doch nicht dunkel, oder? Könnte sein, muss aber nicht. So, leider kann ich den Buggy hier nicht nehmen und nach Hause fahren. Einmal orientieren. Wo ist unser Zuhause? Was ist das da für ein Zahl? Ist das unsere Basis? Oder nicht? Also, ich habe jetzt hier leider nichts mit. Warte mal, den kann ich ja hier liegen lassen, kann gerade die Dinger wieder bauen. Dann habe ich den Platz hier frei für den anderen, oder? Ja, ne, hab ich doch nicht. War schön gedacht, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ah, da kann ich hier oben noch einen draufpacken, dann kann ich den doch noch mitnehmen. Okay, dann hat es geklappt. So, jetzt umdrehen und wir gehen da lang. Und bauen uns einen Weg jetzt zu dem Haus dahin. Was ist jetzt los? Ich wollte das Teil mitnehmen. Hätte ich das Zeug nicht in die Finger nehmen dürfen?
Hier blaue Finger, habe ich die schon immer gehabt? Okay, immer wenn ich was aufbaue. Geht das nicht. Ja, das ist jetzt voll doof, ne? Ist das jetzt unsere Basis oder nicht? Aber das erscheint mir zu wenig für Basis. So, jetzt haben wir hier ein Loch. Irgendwie mag der ganz schlecht gehen gerade. Ich habe keine Ahnung warum. Ist hier was Besonderes drin? Glaube nicht, ne? Ja, machen wir mal so. Okay. Hier waren wir wohl schon mal. Dann war das doch unsere Basis da. Ja komm, dann gehen wir gerade zurück und... Das war wohl falsch. Dann holen wir das Teil noch mit und nehmen das mit. Wenn ich das schon hier in Wickel habe, dann nehme ich es auch mit. So. Nimm es so in der Hand. Ne, geht nicht so in der Hand. Rucksack voll. Gut. Dann gehen wir jetzt so dahin. Dann ist das doch unsere Basis. Dann hat diese Leitung einen Bogen gemacht, würde ich sagen, ne? Müssen nur aufpassen, dass wir irgendwo runterfliegen hier. In irgendein Erdloch oder so. Aber das sieht erstmal alles ganz gut aus, dass wir da hinkommen. So, zack, den haben wir da reingetan. So, jetzt sind wir erstmal hier. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, welches nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.